So, ich habe wieder die Akte rausgeholt und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Alperabi-Kanal. Meine lieben Freunde, heute mit der nächsten Story. Ich glaube, diese Story wird euch auch gefallen, beziehungsweise, was heißt gefallen? Das sind im Endeffekt Stories, die wirklich passiert sind und Stories, die eigentlich nicht so schön sind. Bevor wir mit dem Video beginnen, aktiviert die Glocke, abonniert diesen Kanal, teilt diese Folge. Folgt uns auf Instagram, damit wir weiter solche Videos machen können. Ich fange ganz von vorne an. Es geht um jemanden, der aus Bonn kommt. Ich weiß nicht, ob ihr die Stadt Bonn kennt. Es ist ein Junge, der hierher gekommen ist, der sich hier bei uns vorgestellt hat, als jemand, der Hochzeiten veranstaltet. Okay? Dieser Kollege veranstaltet irgendwie Hochzeiten mit noch jemandem zusammen, mit dem ich am Telefon geredet habe und er sich bei mir schon vorgestellt hat und er mir gesagt hat, dass sein Bruder vorbeikommen wird, um das Auto abzuholen. Und dieser Bruder ist halt angekommen bei uns, hat sich vorgestellt, hat nochmal alles kurz erklärt. Hochzeiten, Ehemann und Ehepaar, die wollen sehr oft von uns chauffiert werden, bis zum Hochzeitssaal, vom Zuhause aus. Und weil die sowas anbieten und die Art von Autos, die wir haben, nicht bei sich haben, wollten die sozusagen das Auto von uns anmieten. An erster Stelle für uns kein Problem. Ich meine, das Auto wird ja nicht weiter vermietet, sondern die bieten eine Dienstleistung an mit unserem Wagen. So, das Auto wird nicht weiter vermietet. Fahrer ist ja derjenige, der das Auto anmietet und das Auto wird nicht weiter vermietet. Solche Sachen stelle ich immer von Anfang an klar. Er nimmt es erstmal fürs Wochenende zum Probieren, der Bonner Junge. Dann bringt er das am Montag wieder zurück. An einem Montag, weil er das Wochenendangebot, das Wochenendtarif genutzt hat. Für die Leute, die es, beziehungsweise wenn ich es vergessen habe, es geht um den AMG GT Viertürer erstmals. Um den AMG GT Viertürer geht es erstmals. Das Auto hat er fürs ganze Wochenende genommen, um zu probieren, um zu schauen, das Hochzeitssaal mit dem Wagen zusammen anmieten, ob das den Leuten überhaupt gefällt. Er hat es mir am Montag zurückgebracht. Er war mehr als zufrieden, hat gesagt, hey, wir werden wieder da sein. Ich habe gesagt, klar, gerne, warum nicht, so. Können wir gerne machen. Er fährt zurück nach Bonn. Sein Bruder, älterer Bruder, ruft mich nach 2 Tagen wieder an und sagt, hey, wie sieht's aus am Freitag? Was habt ihr da? Ich sag, den GT kannst du haben. S-Klasse habe ich da. Gar kein Problem. Er sagt, ja, ich brauche den GT nochmal. Ich sag, okay, kein Problem. Wir haben Freitag. Er nimmt es wieder fürs Wochenendtarif. 900 Euro und 400 Freikilometer. Von Freitag bis Montag hat er es mitgenommen. Und das Auto ist wieder heile angekommen. Es ist alles gut und schön. Ich werde aber jetzt eine Randbemerkung hinzufügen, damit ihr dasselbe fühlt wie ich in dem Moment. Der Bruder ist am Telefon voll aggressiv und voll so jemand, der, ich sag mal, ich hab mir auch sein Profilbild angeschaut, so breiterer, so ein bisschen aggressiver sah er aus. So hat er aber auch geredet am Telefon. Und als hätte der Stimmbruch oder irgendwie was an der Stimme, ich glaube, der war 24/7 am Rumschreien, weil seine Stimme jedes Mal irgendwie hat sich voll komisch angehört. Auf jeden Fall war sein Bruder, der aber immer hier hingekommen ist, um das Auto abzuholen, komplett das Gegenteil. Eigentlich voll der liebe Junge, wenn man den anschaut. Damit ihr das so im Kopf habt, damit ihr wisst, mit was für Leuten ich zu tun hatte. Ne? Der eine ist aggressiv und der eine ist voll der Liebe. Ich habe das Auto reserviert für ihn, für den Freitag. Er ist das Auto abholen gekommen. An einem Sonntag ruft er mich an. Er sagt zu mir, also das ist jetzt das zweite Mal, dass sie bei mir gemietet haben, fürs ganze Wochenende. Am Sonntag ruft mich der ältere Bruder, der stoffende Bruder, ruft mich an und sagt, wie sieht's aus? Kann man auch 2 Autos bei euch anmieten? Ich habe gesagt, ja, aber nicht auf die eine und dieselbe Person. Eine Person darf nur 1 Auto bei mir mieten. Hier müssen dann 2 Leute herkommen und nur die dürfen dann das jeweilige Auto fahren, sonst niemand. Klar, für den Aufpreis trage ich auch einen Zweitfahrer ein. Das ist kein Problem, kriegen wir geregelt. Aber grundsätzlich habe ich einen Hauptmieter, das ist einer und der darf halt nur 1 Auto bei mir anmieten. Er sagt, ja, okay, ist kein Problem, kriegen wir hin. Wie war es bei euch? Ja, wir waren zufrieden, alles gut und schön mit dem Wagen, auch alles in Ordnung. Das Auto kommt am Montag zurück, sauber, ordentlich, komplett heile, vollgetankt, alles super. Wir halten fest, die haben 2 Mal bei mir gemietet, 2 Mal war es in Ordnung. Dennoch hat man so ein bisschen ein Kribbeln im Bauch, weil du mit jemandem am Telefon redest, der nicht gerade... Er ist schon freundlich, aber er hat ein bisschen lauter geredet, Stimmlage, auch dieses aggressive... Auch das aggressive Erscheinen auf dem Profilbild, alles gut und schön. Die wollen das Auto an einem Mittwoch von mir anmieten. An einem Mittwoch. Okay, die kommen zu mir.
zu viert, zu fünft. Ich meine, zu viert oder zu fünft sind die hergekommen, haben den GT und die S-Klasse wollten die von mir haben. Den S63 und den AMG GT Viertürer. Okay? Ich sage, okay, ich trage die ein, die bezahlen ganz normal, alles ist gut, alles läuft, passt schon. Zwei Tage vergehen, haltet euch sehr gut fest, denn jetzt, genau jetzt geht es los. Okay? Er ruft mich an, er sagt, wir würden den GT gerne wieder abgeben. Ich sag, warum, ist alles in Ordnung? Er sagt, ja, wir wollen den nur frühzeitig abgeben, weil es ist was Kleines passiert. Ich würde dir das gerne mal zeigen. Ich sag, geht's dir denn gut? Also ist irgendjemand verletzt? Ist alles in Ordnung? Ja, er sagt, ja, alles in Ordnung. Es ist nur was passiert. Er kommt hierher und ich gehe jetzt davon aus, es ist eine Schramme an der Felge. Es ist ein Kratzer. Niemand ist verletzt. Er sagt auch nicht, dass es ein Unfall war. Dann gehe ich natürlich aus. Okay, da ist vielleicht ein Kratzer oder eine Schramme an der Felge. Ist zwar auch schlimm, aber davon geht man halt aus. Okay? Der bringt das Auto alleine hierher, den AMG GT. Wir reden jetzt über den GT. Er bringt den hierher. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er gekommen ist. Meine Gedanken, Kratzer, Schramm an der Felge, alles gut und schön. Er kommt, er macht so, er sagt, Bruder, wir sind nicht schuld. Uns ist jemand reingefahren. Ich blende euch das mal hier kurz ein. Schaut euch das mal genau an hier. Schaut euch das mal an. Jeder, der sich mit Autos auskennt, also ich konnte die Situation so beurteilen. Also habe folgendermaßen gesagt, meiner Meinung nach. Er ist rückwärts selbst irgendwo, entweder gegen eine Wand oder gegen ein Auto, ist er gefahren und es war einfach seine Schuld. Okay, aber er wollte es so drehen, dass die Schuld jemand anders hatte. Und jetzt fragt ihr euch, oder jetzt stellt man sich die Frage, warum ruft man denn keine Polizei an? Ich meine, ich belehre ja, dass wenn irgendetwas passiert, bevor Leute bei mir mieten, sage ich immer, hey, wenn irgendetwas passiert, erstmal eigene Sicherheit, Krankenwagen, dann kannst du mich anrufen, mir sagen, wie es euch geht, ob alles in Ordnung ist, dann rufst du bitte die Polizei, beziehungsweise rufst schon längst die Polizei, damit ich sehen kann am Ende, weil Polizisten schreiben einen Polizeibericht auf. Und dieses Polizeibericht habe ich auch hier, kann ich euch auch zeigen. So, wir blenden das hier auch einmal ein. Habe ich aber erst viel später bekommen. Ich sag zu ihm, wo ist mein Polizeibericht? Ich muss das sehen, ich muss das an die Versicherung geben, ich muss das Auto reparieren, damit ich es weitervermieten kann, okay? Er sagt, ich hab die Polizei gerufen, aber die haben mir keinen Polizeibericht mitgegeben, die werden euch das zuschicken. Ich sag, okay, aber die geben ja manchmal so Zettel mit, okay, wo drauf steht, wer schuldig ist und wer nicht. Oder gib mir die Nummer von der Polizeistelle, ich ruf an, ich frag. Okay, weil ich brauche eine Schadensnummer, ich brauche etwas, damit ich schnell melden kann, schnell reagieren, agieren kann. Er sagt mir einfach nichts. Er sagt mir einfach nichts. Und dann wurde er auf einmal ein ganz komischer Mensch, ganz anders so, wie er auch geredet hat und so. Er hat auch so ein bisschen angefangen zu schwitzen. Dann habe ich meinen Bruder dazu geholt. Er sagt, was ist passiert? Und wir haben gemerkt, dass er einfach lügt. Er lügt uns an. Ich ruf seinen Bruder an, ich sag, pass mal auf, hier ist etwas passiert, ich muss die Selbstbeteiligung, die Kaution muss ich einkassieren. Und wenn alles in Ordnung ist, gebe ich euch das wieder, weil bei einem selbstverschuldeten Unfall, klar, Selbstbeteiligung behalte ich ein, bist du nicht verschuldet, bekommst alles zurück und den Rest macht die Versicherung. Die wollten nicht. Und dann ging's richtig los, am Telefon. Er sagt, was denkst du, wer du bist? Das ist mein Geld, wir sind nicht schuld, wir sind so, wir sind dies. Ich sag zu denen, guck mal, lass uns das nicht am Telefon bereden, komm hier hin, wir quatschen. Okay, weil ich habe keinen Polizeibericht, ist doch normal, dass ich die Kaution einbehalten muss. Du kriegst deine Kaution wieder, wenn ich weiß, dass du nicht schuldig bist. Aber ihr helft mir ja gerade nicht. Also ihr wollt irgendwie, ihr zeigt euch nicht kooperativ. Und dann wird er aggressiv und fängt an, mich zu beleidigen. Er sagt so, ich mach dies, ich mach das, du... So. Und sein Bruder ist einfach neben mir. Ich leg auf. Er sagt, tut mir leid und hast nicht gesehen. Ich sag, guck mal, für mich hat sich das geklärt. Wir lassen das Auto hier. Ich will die S-Klasse haben. Ruf bitte drüben an, die sollen mir die S-Klasse bringen. Er sagt, ich kann dir die S-Klasse nicht geben. Ich sag, wie, du kannst mir die S-Klasse nicht geben? Er sagt, ich kann dir die S-Klasse nicht geben.
Ich sag, warum kannst du mir die nicht geben? Das Auto ist doch bei euch in Dortmund, ich sehe das doch. Er sagt, ja, aber ich kann dir das nicht geben, weil das gerade jemand anders fährt. Ich sag, wie, das fährt jemand anders? Ich weiß, dass es jemand anders fährt, aber ihr wart doch zusammen hier. Du weißt doch, wer das Auto gerade fährt. Er sagt, nein, ich weiß nicht, wer das Auto fährt. So, dann habe ich rot gesehen. Weißt du was? Ich sehe ja hier im System, wo das ist. Steig ein, wir fahren zum Auto. Ich bin mit ihm zusammen und meinem Bruder, wir sind zu dritt ins Auto eingestiegen, ohne irgendwie Faxen zu machen, ohne irgendwie den zu bedrohen oder sonst irgendwas. Er hatte sowieso keine Gelegenheit mitzukommen, irgendwo hinzufahren, Entschuldigung. Haben wir den einfach mitgenommen. Ich wollte einfach zu meinem Wagen zurück. Wir sind dort angekommen, das Auto steht da, Zweitschlüssel, mein Bruder nimmt das Auto, ich lasse den Typen logischerweise da, wir nehmen das Auto mit. Ein Tag vergeht, mich ruft eine Nummer an. Er sagt, mit so einem komischen Akzent, ne? Er sagt, ey, so und so und so. Wir sind hier in Aale. Er ist gekommen mit sehr vielen Jungs, dann stand ich mit ihm hier. So ein Argentinier. Ein Argentinier, so mit seinem Auftritt, wie der hingekommen ist, Akzent und was er alles da geredet hat. Ich will euch jetzt nicht sagen, was er gesagt hat, aber ich kann euch schon mal sagen, die S-Klasse hatte er. Okay, er hat es an irgendeine Mafiosi vermietet. Dieser Mafiosi hat zwei, drei Sachen im Auto vergessen, die er abholen wollte. Und er ist die ganze Zeit davon ausgegangen, dass wir mit den Typen zusammenarbeiten, an die ich das Auto vermietet habe. Er hatte die S-Klasse. Und die wollten meine S-Klasse an diese Jungs verkaufen. Plus, die haben noch Schulden bei diesen Jungs. Plus, die haben die von vorne bis hinten verarscht. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht komplett aufs Detail eingehen. Die sind irgendwie auf der Suche nach denen und so hin und her. Wir haben da geredet. So, und wir haben gesagt, dass wir uns da raushalten, dass wir damit nichts zu tun haben möchten. Wir werden aber polizeilich dagegen vorgehen. Wir werden auch eine Anzeige erstatten, meine lieben Freunde. Um das Ganze jetzt abzuschließen, damit ihr wisst, warum ich euch darüber erzähle. Okay, das war so der Ablauf. Anzeige, wir haben Anwalt eingeschaltet, wir haben eine Anzeige rausgegeben. Wir haben einen Brief bekommen von Tankstellen, wo die Anwälte sich bei uns gemeldet haben. Der Junge, der das Auto bei mir gemietet hat, der hat an Tankstellen nicht bezahlt, ist in Tankstellen reingegangen, hat noch ein paar Sneakers mitgehen lassen, hat noch ein bisschen was zu essen mitgehen lassen, hat aber an der Tankstelle nicht bezahlt. Deswegen haben wir auch ein Anwaltsschreiben bekommen, weil dieser Junge, den ich euch jetzt auch einblende, ich meine, die haben uns ja auch so schöne Bilder mit eingeschickt, was ich euch jetzt zeigen werde. Hier, das blenden wir einmal ein. Mit den AMG GT, schön am Tanken, auch in der Tankstelle, kurz mal was mitgenommen. Und dann wieder raus. So, wir haben einen Gerichtstermin. Wir gehen zum Gerichtstermin. Diese Leute tauchen nicht auf. Keiner von denen. Ich fahre sogar noch zu denen nach Hause und habe dieses Anwaltsschreiben, den Gerichtstermin, was wir bekommen haben, habe ich persönlich der Familie übergeben in Bonn. Das Polizeischreiben persönlich an seine Familie übergeben, wo sie alle beisammen zu Hause waren. Ich weiß nicht, ob er selber zu Hause war, aber er ist zum Termin nie erschienen. Den Schaden mussten wir zu dem Zeitpunkt erstmal selber zahlen. Das war die Geschichte zur Familie Bonn D. Okay, meine lieben Freunde, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Unsere Autos wurden weiter vermietet, ohne unser Wissen. Die Mafia kommt hierher vor uns in die Halle. Anwaltsschreiben, Tankstellen wurden nicht bezahlt. Zum Gerichtstermin ist er nie erschienen. Was ich danach herausgefunden habe, dass wir hier gemeinsame Bekannte haben. Ich wusste dann im Endeffekt, was das für Leute sind am Ende. Das war die Geschichte zur Familie D, meine lieben Freunde. Die Bonner Familie D. Lasst eure Meinung unter den Kommentaren da. Was denkt ihr über diese Geschichte? Wie gesagt, die Geschichten, die ich euch immer erzähle, sind immer von früher. Das heißt, am Anfang der Zeit von der Vermietung, die Fehler, die ich begangen habe. Es sind wirklich sehr viele Fehler gewesen. Dann wäre das alles hier gar nicht hier passiert. Aber ich versuche euch das zu erklären, damit ihr nicht dasselbe erlebt. In diesem Sinne, Freunde, sehen wir uns bei der nächsten Folge.